Welches Krafttier begleitet dich und welche Botschaft hat es für dich? Hallo und herzlich willkommen, lieber Fisch. Ja, in Zeiten der inneren Transformation sind es ganz oft Krafttiere, Helfertiere, die uns zur Seite stehen. Sie geben uns Mut, sie geben uns Impulse, sie zeigen uns Richtungen und ja, weisen uns auch so ein Stück weit die nächsten Schritte. Ich möchte mit dir jetzt, lieber Fisch, hier mal schauen, welches Krafttier dir hier zur Seite steht. Das Ganze ist ein zeitloses Reading und ja, das Krafttier findet dich dann, wenn es an der Zeit ist. Also, lass uns schauen, welches Krafttier, welche Botschaft hier zu dir kommen möchte. Wenn du gerne Begleitung auf deinem persönlichen Weg haben möchtest und dir sagst, ja, ich würde gerne mal tiefer schauen, dann schau mal tiefer und zwar unter die Beschreibung oder unter dieses Video in die Beschreibung, denn da findest du die Links zu meinen Angeboten und zu meiner Webseite. So, jetzt schauen wir mal für Fisch. Welches Krafttier möchte Fisch jetzt hier begleiten in dieser Situation? Der Hase, der Rabbit, Roger Rabbit hüpft hier in dein Leben. Now it's a lucky time. Jetzt ist eine fröhliche, glückliche Zeit. Ja, der Hase steht für den Frühling, der steht für Wachstum, der steht für Lebendigkeit, für Ausdruck, für Entfaltung. Der Hase ist der Begleiter der Frühlingsgöttin und auch wenn wir jetzt hier im Hochsommer sind und uns so ganz, 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 ganz langsam Richtung Herbst bewegen, sagt der Hase hier, es ist eine glückliche Zeit. Vielleicht eine glückliche Zeit der Ernte. Auf alle Fälle, lieber Fisch, scheint es hier freudvoll glücklich für dich zu werden, zu sein, auszugehen. Wir schauen uns das mal an. Jetzt ist eine glückliche Zeit. Der Hase für Fisch. Welche weitere Botschaft bekommen wir? Welchen Hauptaspekt bekommen wir hier für Fisch? Mir fallen gerade hier unten diese klitzekleinen Häschen auf. Auch bei dir hier, vielleicht bei dem ein oder anderen, die glückliche Zeit der Niederkunft, der Schwangerschaft, auch das sind alles glückliche Zeiten, glückliche Momente. Vielleicht hast du lange darauf gewartet und jetzt ist es endlich soweit. Und ganz gleich, mit was du schwanger bist, ob da jetzt ein Kind in dein Leben kommt oder ein neues Projekt. So, jetzt aber hier mal vorwärts. Eine Hauptbotschaft bitte hier für Fisch. Ist ja nicht zu fassen. Da haben wir sie. Die klare Entscheidung. Ja, und auch das passt, denn es ist auch eine innere Entscheidung, eine glückliche Zeit zu verleben. Und du magst jetzt sagen, ja, Sirut, wie soll das funktionieren, wenn hier gerade alles in Trümmern liegt und dennoch das Glück, lieber Fisch, beginnt in dir immer wieder. Das Außen kann noch so schwierig, herausfordernd, dramatisch sein. Glück ist dieser Funke in dir. Aber ich wünsche dir natürlich hier eine wirklich vollkommen schöne, glückliche Zeit
Und wir schauen jetzt mal, wie sich diese glückliche Zeit zum Ausdruck bringen möchte. Welche Entscheidungen du getroffen hast. Vielleicht hast du dich auch dazu entschieden, es ist mir wurscht, was das Außen sagt. Ich bin jetzt aus mir heraus glücklich. Ich entscheide mich jetzt für das Glück. Ja, und ich entscheide mich dafür, dass ich in mir dieses Glück empfinde, dass ich in mir dieses Gold öffne. Die Königin der Scheiben, da geht es um Selbstwert. Alles, was mit Selbst vorne dran ist, Selbstwert, Selbstliebe, Selbstverwirklichung, dich selbst nähren, gut mit dir sein, all das macht dich glücklich, all das öffnet hier Raum für eine glückliche Zeit. So, und auch hier, es ist deine Entscheidung. Das ist definitiv zu viel. Hier hatte sich nämlich noch mehr umgeklappt. Vielleicht hast du auch das ein oder andere davon, was wir jetzt hier kurz gesehen haben, hinter dir gelassen und sagst, hier Feierabend, Schluss mit lustig. Ja, es ist eine glückliche Zeit. Ich schaue jetzt auf das, was mir gut tut, was mir dient, was mich nährt. Darauf fokussiere ich mich jetzt. Auf all das, was mir Spaß macht. Die 8 Scheiben, da geht es um die Arbeit auf der einen Seite. Es geht aber vor allen Dingen auch um die innere Arbeit, um die Schritte, die du schon in dir geöffnet hast. Hier werden Schmetterlinge bunt bemalt. Auf der Haupt- oder auf der ursprünglichen Karte sehen wir einen Mann, der hier unterschiedliche Goldmünzen bearbeitet hat. Und jede Münze, die er da schon fertig hat, hat er da sichtbar aufgehangen. Für sich sichtbar, aber auch für andere sichtbar. Hauptsache aber erstmal für dich. Denn auch die Schmetterlinge, die hier rumflattern, die sagen, hey, schau, da hast du schon transformiert. Dieser Aspekt von dir hat sich schon verwandelt und da darf ich stolz sein drauf. Und jetzt entscheide ich mich nach lauter kleinen Schmetterlingen mal hier für einen großen Schmetterling. So, eine Karte hätte ich gerne noch. Für diese glückliche Zeit. Eine glückliche Zeit jetzt. Das sagt natürlich auch so viel aus, dass du schwierigere Phasen jetzt hinter dir gelassen hast, dass du dich jetzt wirklich für dein Glück entscheidest, immer wieder. Und diese Entscheidung ist wie bei allem eine Entscheidung, die wir immer wieder treffen dürfen. Fokussieren wir uns auf das Leid oder auf das, was nicht funktioniert, oder fokussieren wir uns darauf, dass es gut geht. So, jetzt haben wir hier 2 Karten und der Impuls war auch ganz klar da, beide Karten zu nehmen. Wir haben das Ass der Scheiben und noch einmal das Ass der Schwerter, was mir hier eben auch sagt, hier möchte etwas erblühen in dir, hier möchte etwas sich stärken, zum Ausdruck kommen, also wirklich aufblühen, und das kann wirklich die Leichtigkeit, die Liebe, dieses Gold in dir auch sein, und du hast den Schlüssel. Und wenn sich dein Kopf im Kreis verrennt, hast du den Schlüssel, den Kopf mal zu lüften und zu sagen, halt, stopp, ich fokussiere mich hier auf mein Glück, ich treffe eine klare Entscheidung, hier darf jetzt etwas in meinem Leben wachsen, gedeihen und mich mit Freude erfüllen. Ja, ich habe ganz am Anfang schon überlegt, ob die Königin der Scheiben hier eine Person im Außen ist. Ich glaube aber, lieber Fisch, dass es hier wirklich um dich geht. Um deine Entscheidung, glücklich zu sein.
die 10 Münzen und die 5 Stäbe. Ja, und vielleicht gab es hier in der Vergangenheit Reibereien, Streitigkeiten in der Familie, um Finanzen, im Beruf. Die 10 Münzen, das kann auch für beruflichen Erfolg stehen, aber vielleicht gab es hier Rangeleien, Streitereien, Unruhen und du sagst, ich ziehe mich da jetzt raus, ich kenne meinen Wert und genau darauf fokussiere ich mich und ja, jetzt lasse ich es mir gut gehen und allein dieses, ich ziehe mich da raus, ich nehme meine Energie aus dieser Streiterei heraus, mag mit einem dieser Schmetterlinge in Zusammenhang stehen. Also auch etwas, was du in deinem Leben oder auf deinem Weg hier schon gelernt hast, dass du für dein Glück verantwortlich bist und wenn im Außen sinnvolle oder sinnlose, eher sinnlose ganz oft Stürme toben, dann kannst du dich entscheiden, steige ich da ein oder ziehe ich mich da raus. So, die 8 Scheiben. Was haben wir hier zu den 8 Scheiben? Eine Klärungskarte bitte noch. Der Stern. Hier geht ein Traum in Erfüllung. Hier geht ein lang ersehnter Traum in Erfüllung. Ein Traum, ein Wunsch, wirklich jetzt hier eine Phase des Glücks zu erleben. Und wir haben die 6 Stäbe. Du wirst ganz gleich, um was es hier geht. Vielleicht geht es hier wirklich um berufliche Themen, um eine Beförderung, was auch immer, um ein, ja, vielleicht das ganze Gegenteil, dass du hier rausgemobbt wirst, auch das ist möglich. Aber du sagst, weißt du was, macht ihr mal. Ich vertraue auf mich, auf meine Seele, ich vertraue darauf, jetzt hier eine glückliche Zeit zu erleben mit mir. Ich heile diese Wunden in mir. Der Stern steht auch für die Heilung und ich entscheide mich neu. Ich entscheide mich immer wieder in jedem Moment neu. Es geht um Wachstum einer glücklichen Zeit. Und vielleicht warst du hier schon lange nicht mehr so glücklich und sagst, gehe ich halt da raus, was soll's? Das Ganze ist von Erfolg gekrönt. Wenn du mutig bist, wenn du zu dir stehst, wenn du deine Entscheidungen triffst und wirklich der Freude folgst. Folge der Freude, lieber Fisch. Folge der Freude und Wunder geschehen und eine glückliche Zeit steht vor der Tür. Und in diesem Sinne, lieber Fisch, wünsche ich dir hier ganz viel mutige Entscheidungen für eine glückliche Zeit. Alles, alles Liebe zu dir.